Freunde, was geht ab? Mein Name ist Disaster. Es ist One Take Time. Finn ist der schönste Mensch der Welt. Hört mir zu. Ich bin's leid, das ist bestimmt der 20. Text. Doch wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Es ist wieder an der Zeit. Leave no one behind. Hey, 1% der Menschen ist auf der Flucht. Nein, es will nicht die ganze Welt nach Deutschland kommen, auch wenn das Leute glauben. Doch die ganze Welt hat ein Recht auf gutes Leben und sie träumt davon, auch wenn wir Zäune bauen. Trotz dessen, dass der Großteil in Nachbarländer flieht, die Aufnahmen hier geltendes Recht wären. Und dass das Kapital die Arbeitskräfte braucht, weil Hamsterkäufe tätigen, der Bio-Deutsche wegsterben. Würde der Westen oder auch nur Europa die Zuwandernden gleichmäßig verteilen, gibt's keine sogenannte Krise. Alan Kurdi wär nicht nur ein Toter. Meine Worte hätten kein Thema zu sein. Und dafür, dass die Organisation nicht passiert, kann kein einziger der Toten im Meer was. Wer hat Waffen für x Millionen exportiert? Ist verwehrt, wenn es mal eines der Boote hierher schafft. Wer der Flüchtenden kann irgendwas dafür? Dass Europäer Absatzmärkte etablieren vor der Tür, yeah, mit denen lokale Produktion nicht konkurrieren kann. Wenn es keine Arbeit mehr gibt, was passiert dann? Ey, wenn jemand Grundwasser an Flaschen füllt und Brunnen schließt, weil er Umsatz damit machen will. Wenn Interessensgruppen Kriegsparteien stützen, aber wir lassen nur die rein, die uns nützen. Wer will sich selbst retten? Wer will die Welt retten? Und wer hält Menschen eingefärscht in Zeltstätten? Wer ließ sie rein, wenn sie Geld brächten oder Geld hätten? Krieg den Wellenvierteln, Friede den Wellblechen. Europa nimmt das Sterben vor ihrem Fenster hin und redet dann noch irgendwas von Werten, diese Henkerin. Wer es dann unter Einsatz seines Lebens schafft bis hier, wird mit Pech von Bullen zurück in Tod und Elend deportiert. Das alles ist kein Zufall. Die Tücke hat System, aber alles andere als die Mitte ist extrem. Die Kassen klingeln, denn es regnet wieder Stahl. Hoff, es bleibt was für die Rechten und die Neoliberalen. Zur Hölle mit der liberalen Bonzenpolitik. Frag Menschen in Moria, ob es Chancengleichheit gibt. Schockierendes Drama, ihr habt Blut an euren Händen, evakuiert das Lager.